Hallo und herzlich willkommen zu Videospaß mit Morgi und einer neuen Folge von South Park, The Stick of Truth. Ja, ich muss schon kichern während der Ansage. Wir sind hier in Kanada und im wunderbaren 8-Bit Oldschool-Rollenspiel-Stil. Wir haben eine Quest. Und die Quest lautet: Oh, Kanada. Der Prinz von Kanada lässt dich den Minister nicht sehen, wenn du nicht vorher den Bischof von Banff tötest. Reis nach Banff und greife den Bischof an. Also das geht jetzt wahrscheinlich hundertprozentig so weiter, dass man den treffen muss, den irgendwie umbringen und den dann überreden oder sonst irgendwie. Wichtig ist, dass die Dokumente der Abtreibungsklinik übersetzt werden, um herauszufinden, wer die Two-Faced Bitch ist. Und so haben wir einen riesen Rattenschwanz an Aufgaben. Die Chirurgenhaube, haben wir die auch gesockelt? Ja, da können wir gerade einfach so weitermachen. So. Banff. Ottawa. Winnipeg, da ist Banff. Was ist denn da hier auf der... Ist das eine Spinne? Eine Schlange. Spinne. Oh nein, sie greift zuerst an. Habe ich es gleich von Anfang an mal verguffelt. I hope we don't get in trouble for this. Wow, ich habe Düster-Aids. Und nicht geblockt, weil die so verzögert angreift. Um Gottes Willen, was ist Düster-Aids? Dire-Aids. Das geht aber schnell in Kanada. Erstmal einen Halt haben. Und es geht gar nicht weg. Was macht denn Düster Aids? Ich will es gar nicht wissen. Wir werden auf jeden Fall mal hart vorgehen und gleich mal auf sie einstampfen. Sieht so Bane aus, wie die da liegen. Und vor allem müssen wir darauf achten. In Kanada haben sogar die Tiere Wackelköpfe, wie die Kanadier selbst. So. Dann wollen wir einfach mal den Professor Chaos holen. Was für eine geniale Animation. Und Lebensentzug. Krass, krass, krass. Mir sieht danach wieder voll. You got dire AIDS! Ja, verdammt. Geld. Düsterherz. Kanadischer Edelstein. Natürlich in Ahornform. Sehr schön. Also auf nach Banff. Hallo, was bist du für ein? Have you been to Newfoundland? You won't find better sodomy in all of Canada. In Neufundland gibt's keine bessere Sodomie. Also nirgendwo Welcome gibt's... to the shop. Can I interest you in my wares? Heiliges Mossad-Messer. Nazi-Schlechter. Das macht mehr Schaden gegen Nazis. Und plus 100 Holy Damage. Krass, krass, krass. Bischofsklamotten. Das ist zum Tanken gedacht. Ah, hier gibt's so gutes Zeug. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Verbrauchsgüter. Vielleicht gibt's ja was gegen Dire Aids. Nee, gibt's nicht. Den Heiltrank nehmen wir uns mal. Alles andere dürfte erstmal reichen. Wer ist das hier? Soll es Celine Dion sein, oder? Mit dem C. Nun gut. Auf zum Bischof von Banff. Kann man hier nicht außen? Achso, stimmt, man konnte ja auch die Sachen kaputt hauen, ne? Das müssen wir auf jeden Fall machen, nicht, dass wir ein Secret verpassen. Und ist er das, oder wie? Banff Canadians are quite religious.
Okay. Oh, hier gibt's ein. Hier gibt's einen. Das sieht ja schon richtig verschärft aus. Ja, wie genial ist das denn? Oh, ich feiere das. Habt ihr es gesehen? Wie Zelda. Besser geht's ja wohl nicht. Diskus des Blutens. Positiver Vaginitis-Test. Waldläufer. Alles nehmen. Top. Was ist das für eine Waffe? Diskus des Blutens. Das sieht verdammt cool aus. Würde auch zu diesem, zu unserem Eierkin Biohazard Abtreibungsarzt-Outfit passen. Ja, auf jeden Fall. Dann nehmen wir den mal. Oh. Und was machen wir da drauf? Waldläufer haben wir bekommen. Handschocker. Was? Bausch mit Liposuktionsfett. 100% Widerlichkeitsschaden zu bei perfekten Angriffen. Aber wo war jetzt dieser Waldläufer? Aber nehmen wir doch das einfach mal mit diesem Liposuktionsfett. Sehr schön. Perfekt ausgerüstet. So, als erstes mal hier. Die zerstören. Ich muss nochmal zurück in die Städte und alles in Zelda-Manier machen. Kurz mal was trinken. Ich habe einen neuen Apfelfeige Datteltee, aber der ist nicht. Der riecht brutal gut, aber der schmeckt nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oft ist so, wenn Tee gut riecht, schmeckt er nicht so intensiv und umgekehrt. Praise Christ! Praise God! Praise God and Christ! Ja, aber der scheint doch. The Prince thinks Canada is a monarchy! But there's other people with opinions by God! Sorry, God! Aha. Praise Christ! Praise God! Praise gegen... God and Christ! Er ist gegen die Monarchie. Und ich muss ihn jetzt töten, oder was? Gott, ist das blöd. Ich will das eigentlich gar nicht. Ich bin nämlich kein Freund von Monarchie, aber... What's this? Who the fuck hits a bishop? Und ich habe ja immer noch Dire Aids. Verdammt. So, wir nehmen jetzt als erstes mal gleich einen Tempotrank. Sehr schön. Und werfen ihm den Diskus des Blutens rein. Love thy neighbor! Angewidert ist er. Und er blutet. Das ist hart. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh, komm, wir machen was sehr, sehr Pietätloses. Wir rambolen den Bischof. Okay, er ist immun gegen Stun. Ich hätte vielleicht erstmal schauen sollen, was er kann. Immun gegen Magie, Bluten. Und er ist ein Chef. Okay. Ja, ich finde das blöd. Muss ich den jetzt wirklich. Muss ich den jetzt wirklich erledigen? Ich hätte wirklich. Na. Egal. Hätte Fahrradkette. Jetzt müssen wir das durchziehen. Zählt das als Magie? Schauen wir es mal. Und? Das ist auch nicht so super. Er hat 500 Rüstung. Ja, gar nicht schlecht. Schaut euch das an. Okay, war klar, dass so eine Attacke kommt. Oh Gottes Willen. Also komm, dann gibt's eine Runde. Sturm in der Bulle. Oh.
Sehr schön, Abwehr verringert. Oh, der kann sich heilen, das war klar. Healing Touch. By the hammer of butters! Oh, der war hart. I'm sorry. Remember the golden rule. He knows not what he does. Läutere die Böse. Boah, direkter Schaden. Yeah, that's it, little buddy. That's it, little buddy. Und um den Hammer. I shall turn the other cheek. Sehr schön. Das war zu spät sogar. Er hält die andere Backe in. Habt ihr das gehört? Die andere Backe hinhalten ist in dem Kontext ja, doch äußerst witzig. Und das war's. That was pretty good. Haben wir jetzt echt den Bischof von Banff? Okay, okay, whoa, whoa, whoa. Please, you don't have to kill me. I'll go away and the prince will never know I'm alive. Please, take these dire pig testicles and tell the prince they're mine. Ja, wir lassen ihn auf jeden Fall rennen. Bless you, my son. It'll be our secret. Wow, good thing I saved these. Poor dire pig. Jetzt haben wir Eier des Bischofs. Die Direborn Testicles, also die Hoden eines Düsterschweins, eines düster Wildschweins. Es ist einfach der Hammer. Ich kann nicht sagen, wie ich dieses Spiel feiere. Gut, die Aktion in der Abtreibungsklinge, die war wirklich absolut grenzwertig. Kann man jetzt hier irgendwas machen? Komm, wir töten noch die Direwolves hier. Dieses Düster. Alles geht nur auf einen, okay. Tja, dann gibt's nur eins. Es gibt leider nur eins. Er ist halt total übertrieben. Das sieht so blöd aus, wie so. Da liegen. Ja, und dann holen wir noch gleich noch den Professor Chaos raus. Let's see how you like dealing with me. Und was erwischt mir dieses Mal? Versuchen wir mal Holy. Chaos Sturm. Das war jetzt nicht so übertrieben. Gut, aber. Hat der nicht noch ein AOE hier? Drücke die angezeigte Taste. Oh nein! Das ging aber brutal schnell vorbei. Feel my righteous fury! Butters. Das ist die mexikanische Begrüßung gewesen. Vor allem das Geräusch noch. Schön 8-Bit. Brrr. You think we were too hard on him? Oh man, you got dire aids! Oh man, you got dire aids. Also ich glaube, wir müssen jetzt wirklich was machen. Gegen das dire aids. Gehen wir nach Winnipeg. Da war doch irgendwo ein Krankenhaus, oder? Sagen die was, wenn ich Dire Aids hab? Welcome to Winnipeg. This is a conservative township, so mind your P's and. Wir müssen nach Ottawa. Hier war doch. You're not from around here, are you? Da ist das Krankenhaus. Krankenhaus. Ka-ching. Ich bin ja wirklich gespannt. I see you have Dire Aids. I can heal it for 5 Canadian dollars. You are now cured of dire AIDS. You still have AIDS, but it is no longer dire. It's like Magic Johnson AIDS. Boah, ich hab das. Magic Johnson AIDS ist nicht so dire. Also, wir haben jetzt nur noch normales AIDS, nicht mehr so düsteres. Ja, was mache ich jetzt?
Also klar, Magic Johnson hat dann noch lange gelebt, aber hey. Welcome to the Ottawa Clinic. Are you here for an HIV test? I can heal you for $5. Your health is fully restored and your HIV test is negative. Oh, wenn es nur in echt so gehen wird, ne? Krass. Ja, South Park, nimmt wieder kein Blatt vor den Mund. Denen ist wirklich nix heilig. Gehen wir mal in den Shop und guck mal, ob wir hier... Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Ob wir ihm die ganzen Dyer-Sachen verkaufen können. Jawohl. Dass wir da ein bisschen mehr kanadische Dollar haben. Vielleicht kaufen wir da noch das Mossad-Messer. Kanadische Hellebarde. Das ist ein Eishockeyschläger, oder? War schon ziemlich cool, aber unsere Katana ist einfach zu heftig. Aber ein Eishockey-Spieler-Outfit wäre natürlich noch ein absoluter Hammer. Das schaue ich, ob es das noch gibt. Können wir gerade hier machen. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Gut, der hat hier nur Gummigriff. Aha, das ist nur 1000 Damage. Nee. Dann zurück zur Obrigkeit. Ja, die Musik ist echt hart. Die macht einem das Hirn ein bisschen weich. Is he dead? Did you kill him? Yay, the bishop's balls! Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh, you. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. Oha, es gibt eine Verschwörung im... Der Prinz, der Prinzessin. Es gibt eine Verschwörung im Königshause Kanadas. Wir müssen zum Duke von Vancouver gehen. Das können wir auf jeden Fall tun. Dire Aids. Wer kommt auf so einen Müll? Echt? Das ist so hart. Sehr, sehr, sehr grenzwertig. Aber sehr witzig. So. Was ist eigentlich da oben? Da oben ist so ein Netz gewesen. Okay. Dire Bears. Noch einen kurzen Prozess. A la Stomperino. Feel my righteous fury. Boah, heftig. Okay, gegen Holy Schaden sind sie schwach. Die ganzen Düstergestalten, die ganzen Dire-Viecher. Das ist schon mal gut zu wissen. Oben dieses Netz, das wollte ich gern wissen. We're gonna send you straight to heck. Wir machen das jetzt ganz. Das ist zwar ein bisschen langweilig, die so übelst zu ponen hier. Krass, ich habe das Wort Pone benutzt. Normalerweise achte ich drauf, aber South Park Feel my righteous fury. Bringt so einiges mir zum Vorteil. Der alte Zocker-Jargon. Alles nicht so schlimm. So, was haben wir denn hier? Ja, mal, geh mal weg hier. Schild. Ah, stimmt! It's a good day to die. For you, that is. It's a good day to die. Das ist ja krass. Wir haben die letzte Großwildjagd-Quest gefunden. Und zwar geht's hier um die... Um die Spinne der Mösenfurzhöhle, so heißt es, glaube ich. Und ja, es wird nochmal ein spannender Bosskampf. Schauen wir uns gerade mal an, was sie kann. Schwach gegen Heiliges, perfekt. Immun gegen Magie. Ja. Und wie wir uns hier schlagen, ob wir sie besiegen können und Jimbos Großwildjagd komplett beenden. Und ob wir die Wälder Kanadas von der Mösenfurzspinne befreien können. Das erfahrt ihr das nächste Mal, wenn es wieder heißt Videospaß mit Morgi.
Ciao.